Betriebliche Gesundheitsförderung spielt mittlerweile in vielen Unternehmen eine zentrale Rolle. Die Salzburg AG als einer der größten Arbeitgeber des Landes setzt in diesem Bereich besondere Schwerpunkte und hat bereits zum 5. Mal das Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung erhalten. Generell lässt sich sagen, dass das Thema Gesundheit bzw. die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Salzburg AG einen sehr hohen Stellenwert hat. Ziel ist es, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen, die Gesundheit der Mitarbeiter zu verbessern und das Wohlbefinden stetig zu steigern. Um das Gütesiegel Gesundheit zu bekommen, müssen Unternehmen Angebote bieten, die über die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen hinausgehen. Also angefangen schon mal bei der gesunden Ernährung. Unsere Mitarbeiterkantine bietet uns wirklich gesunde und abwechslungsreiche Speisen. Und es wird auch sehr darauf geachtet, dass regionale und saisonale Produkte verwendet werden. Da fängt schon in der Früh an, wo sich der Mitarbeiter entweder Müsli oder ein gesundes Jausenbäckerl holen kann, bis hin zum Mittagsmenü, wo es auch ein großes Salatbuffet gibt. Es sollen Anreize geschaffen werden, damit die Mitarbeiter fit und aktiv sind. Auch jährliche Schwerpunkte zu physischer und psychischer Gesundheit, von Yogakursen bis zum wöchentlichen Lauftreff, sollen zur Gesundheitsförderung beitragen. Seit 2005 trainieren wir hier im Olympiazentrum in Rief zusammen. Die Einheiten sehen so aus, dass wir uns abends treffen. Ja, das sieht so aus, dass wir 45 Minuten kräftigen und da natürlich viele Muskelgruppen, also die Hauptmuskelgruppen, durchmachen, sodass der ganze Körper vorbereitet ist auf das anschließende Lauftraining. Da steht natürlich das Herz-Kreislauf-Training im Vordergrund und hier werden verschiedene Inhalte gemacht, von Lauftechnik über Intervalltraining bis hin zu ganz einfachen Longjogs. Voll super, also ich mache das, seit ich bei der Salzburg AG bin. Ich finde es voll wichtig, weil wir sitzen ja den meisten Tag vor dem Computer, bewegen uns wenig. Und deswegen finde ich es voll wichtig, dass es ein Sportangebot gibt oder ein Gesundheitsangebot. Neben Lauftreffs und Rückenfit-Kursen gibt es auch zielgruppenspezifische Maßnahmen. Letztes Jahr wurde unter anderem eine spezielle Gesundheitsschulung für unsere Obus-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeboten. Da konnten die Obus-Fahrer und Lenker gemeinsam mit Physiotherapeuten mögliche Ursachen für mögliche Beschwerden gemeinsam eruieren. Mittels einfacher Übungen wurden dann den Obus-Fahrern Übungen zur Selbsthilfe gezeigt und es wurden auch die Sitze, also beziehungsweise die Fahrstühle, ergonomisch richtig eingestellt und halt immer individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Mitarbeiters. Das Wohl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liegt der Salzburg AG sehr am Herzen, denn ein Unternehmen kann langfristig nur erfolgreich sein, wenn es motivierte, gesunde und zufriedene Mitarbeiter hat. Alle Informationen zum Gesundheitsangebot der Salzburg AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at.